Ja Leute, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Minecraft Part 8. Wir haben sehr viel vor, ich habe auch einen neuen Mod installiert. Den neuen Mod werdet ihr aber noch nicht merken, denn dieser Mod, heftige Musik ey, dieser Mod wird erst bemerkbar, wenn wir den Better Enchantment Table benutzen. Ich habe mir nämlich den Mod, Enchanting Plus habe ich mir geholt, den Mod. Ich weiß nicht, können wir uns das hier angucken irgendwo? Nee, aber ich gehe jetzt auch nicht aus dem Spiel. Auf jeden Fall habe ich Enchantment Plus den Mod reingehauen. Und das ist jetzt nicht so ein einfacher Mod, sondern es ist halt für die Leute, die den nicht kennen. Wir müssen uns die Verbesserungen für den Enchantment Table craften, dass wir uns das selber alles einstellen können, was wir verbessern wollen, wie hoch und so weiter. Das müssen wir uns also craften, die Verbesserung. Um das craften zu können, brauchen wir als allererstes natürlich den normalen Enchantment Table. Wir brauchen Gold, 4 Goldbarren. Wir brauchen ein Enderauge und ein Buch mit Feder. So, und dann haben wir halt die Verbesserung. Dann können wir das verbessern. Ist das nicht immer noch der falsche? Haben wir nicht den? Herrgott, ja, das war der. Merkt man, macht sich gleich in den FPS bemerkbar. Durchgehend 60. So. Was wollten wir denn? Was wollte ich? Bessere Frage. Stimmt. Leute, ich wollte noch von euch wissen, würde euch, weil ich bin ja an der Kritik und an der, ja, an den Tipps von euch interessiert, was das Spielen an sich betrifft. Deswegen wollte ich fragen, ob es euch stören würde, wenn ich den Minimap-Mod reinhau. Denn ich habe früher immer mit der Minimap gespielt und ich würde es gerne wieder tun. Oder halt, ob euch das stören würde und ob ich es lieber nicht machen sollte. Da bin ich halt an eurer Meinung interessiert. Also lasst es mich in den Kommentaren wissen. Das wäre wirklich schön. So, das Schwert ist Putt-Putt gleich. Das packen wir weg. Stein weg. Den können wir gleich draußen irgendwo setzen. So, weg ist er. Jetzt wollten wir nochmal kurz in die Mine. Beziehungsweise ich wollte das. So. So, und das riecht mich gerade irgendwie auf. So. Das müssen wir unbedingt hier ändern. Deswegen war ich jetzt der Meinung, dass wir das kurz ändern hier. Das dauert ja nicht lange. So. So, das ist doch gut. So, schon gleich viel besser. So, dann wollen wir mal nochmal ein bisschen hier erkunden. Weil ich glaube, wir laufen hier nicht so derbe lange rum. Sondern wir gehen jetzt einfach mal zurück. Ich glaube, damit hat jetzt nämlich keiner gerechnet, dass ich das vorhab. Wir gehen... Ja, echt spannend. Wir gehen jetzt hier rein und buddeln uns hier weiter runter. Ich habe so das Gefühl, man könnte so viel schneller was finden, als wenn wir jetzt hier die ganze Zeit rumlaufen. So. Das war unnütz. Das auch. So. So gehört das nämlich. Das hat so seine Richtigkeit. Ich mag Richtigkeit. Außerdem habe ich noch eine kleine Textur verändert, die wird euch so ziemlich doll auffallen, das aber nicht in der Höhle, doch könnte. Kommt darauf an, ob sich das Viech denn hier lang bewegt. Aber wenn es sich hier lang bewegt, werdet ihr es sofort merken und es ist einfach, finde ich, lustig. Ich hatte da so Lust, das zu machen, also habe ich die ganze Zeit nach der Textur gesucht. Habe auch eine gefunden, allerdings, verändert mit einer Schrift quer rüber. Die musste ich dann erstmal rausmachen, indem ich halt mich ein paar Minuten in Paint.net auf Field
langsam ein bisschen düsterer. Machen wir mal was gegen die Dunkelheit. Genau so muss das flüssig ablaufen. Das mag der Tracer. So. Ich bin schon so lange im Überlegen, ob ich eventuell auf die neueste Version updaten sollte. Ich glaube, das ist jetzt 1.7.4. Ich weiß es nicht genau. Respekt an die Sonnenstrahlen, die durch die Steine scheinen. Ich weiß halt nicht, ob wenn ich jetzt updaten würde, ob denn mein Minecraft Forge schon alles weg ist. Oder ob das bleibt. Das weiß ich nicht. Ist das ein Spawner? Nö. Schade. Ich dachte, das wäre ein Spawner. Haben wir uns getäuscht. Kein Spawner. Aber Kohle. Die nehmen wir mit. Das wisst ihr. Okay, Spitzhacke Nummer 1, Putt-Putt. Spitzhacke Nummer 2, Incoming. So, da wir ein bisschen Holz dabei haben, ja, haben wir. Da wir ein bisschen Holz dabei haben, können wir ja auch ein paar Fackeln verdödeln. Hauptsache, wir haben das hier schön hell. Licht. Tageslicht in der Höhle. Das finde ich irgendwie beängstigend. Leute, wisst ihr, was wirklich sehr spannend ist und vor allem super duper fröhlich machend? Nämlich folgendes: Wenn ihr euch ein Spiel kaufen wollt, was es nur auf einer Internetseite uncut gibt, ja, und ihr fahrt also volle Begeisterung los und holt euch eine Paysafe-Card von der Tanke, ja. Dann steht da auf der Seite, das Spiel kostet beispielsweise, wie bei mir, 29,95. Und ja, dann fahrt ihr also voller Elan und guter Laune, weil ihr denkt, boah geil, wenn ich zu Hause bin, habe ich das neue Spiel und das Uncut. Nein, habt ihr nicht. Denn wenn ihr zu Hause ankommt, merkt ihr folgendes. Ihr wollt das gerade bezahlen, wählt das Produkt aus, ab in den Einkaufswagen, ja, bestellt das, beziehungsweise wollt es gerade kaufen, den Code, der euch dann ja per E-Mail zugeschickt wird. Und dann steht da, weil euch die gute Laune kaputt gemacht werden muss, bei Paysafe Card Zuschlag 7%. Ich also voll geier, voll wie so ein Geier losgeeiert wieder, ab zur Tanke. Und dann nochmal extra Paysafe Card geholt. Heftig, Leute, das ist wirklich echt geil. Fühlt man sich richtig toll. Voll verarscht irgendwie, aber das ist ja scheißegal, weißt du? Weil Hauptsache, die kriegen das Geld. Das ist... So eine Scheiße passiert auch wirklich nur mir. Ich weiß nicht, also das ist schon wirklich ziemlich doof. Wirklich ziemlich doof. Ja, und man darf dazu nicht sagen, dass diese Tanke knapp 3 Kilometer entfernt ist und da musst du dann halt hin, ne? Und... Ja... Das ist spitze. Echt geil. Ich hab's bis heute nicht vergessen, ey. Okay, mal der Tatsache abgesehen, dass es erst letzte Woche war. So, machen das jetzt noch circa 30 Sekunden. Wenn wir dann auf nichts gestoßen sind, gehen wir wieder nach oben. Denn, kurz mal anderes Lied. Weiter, weiter, weiter. Kohle. Hat sich nochmal gerettet, oh.
Kohle. Kohle ist sehr nützlich. Deswegen bauen wir Kohle ab. So. Ich glaube, jetzt ohne Scherz, wenn ich mir einen neuen Nachnamen aussuchen dürfte. Ja, irgendein. Sei es, was weiß ich, für einen Scheißname. Ja, oder ich, angenommen, ich denke, unter euch werden bestimmt welche sein, die denken, boah, was hab ich für einen Scheiß-Nachnamen? Könnte ich nicht irgendwie anders heißen? Ja, genau diese Frage habe ich mir auch schon früher mal gestellt und heute immer noch teils. Und wenn ich mir wirklich einen Namen aussuchen könnte, irgendeinen, wisst ihr, welchen ich nehmen würde? Ich wette, da würde nie einer drauf kommen. Und das nur, damit ich irgendwelche Leute ärgern kann, wenn sie mich versuchen, per Namen zu nennen oder so. Und, also per Nachnamen zu nennen. Zum Beispiel Herr, bla bla bla, würde ich mich nennen Van Försterwellen Scheindorf. Denn dann stehen Leute vor mir und würden sagen, hallo Herr Van Försterwellen Scheindorf, ich hätte eine Frage und das würde ich so feiern. Van Försterwellen Scheindorf. Echt ein Spitznachname, also ich finde ihn toll. Echt total supi. Kriegst einen Daumen hoch. Boah, und das, wenn so wirklich welche heißen, ne, ich weiß nicht, dann ist das wirklich heftig. Weil ich glaube, so ein Nachnamen, ich glaube, wenn es den gibt, ich weiß es nicht genau, ob es, da ist das schon Nebo. Tatsächlich. So, meine lieben Freunde, Diamantenebene. Dann gucken wir mal, ob wir hier so einen Diamantenhagel haben. Ey, geil. Ich buddel mich hier 2 Meter rein, ne? Und schon ist hier. Ein Zombie. Scheiße. Ah, fuck! Hui. Okay. Oh, Schock. Entschuldigung fürs Reinschreien. Oh, ich hab mich so erschrocken. Nicht gut. Oh Mann. Mir wurde gerade gar nicht klar zuerst, dass das ein Creeper ist, der auf uns zuläuft. Nur als das gezischt hat, wurde ich auf einmal hysterisch. So, hier ist nichts oder was? Oder ein Zombie. Und ein Versicherungsvertreter! Genau das habe ich reingehauen. Ich wollte unbedingt den Versicherungsvertreter. Der ist nämlich cool. Aber vor dem müssen wir uns ganz dringend fernhalten. Denn vielleicht will uns wieder irgendeine sinnlose Versicherung aufbuben. Stirb doch! Ich will nichts kaufen! Hui. Mama. Komm schon, bitte reich für dieses Eisenerz. Sehr schön. Scheiße. Nehmen wir von dem Rest der Spitzhacke noch die Kohle mit. Die können wir immer gebrauchen. So, zack. Weg ist sie. Okay, wir hätten das da mitnehmen sollen. Ein Versicherungsvertreter! Nein. Wir müssen uns ganz dringend von dem fernhalten. Das wird so nichts. Wir wollen immer noch nichts kaufen. Bin nicht interessiert. Wo kommen wir hier raus? Geh weg! Geh weg! Ich will nichts kaufen! Ich will keine fünffachen klopapierlagiges Papier haben. Okay. Fünffach klopapierartiges Papier. Sehr schön. Nein. Ich will kein fünflagiges Klopapier. Sowas brauche ich nicht. 3 reichen. Andere haben nur 2 und die sind glücklich damit. So, Angst berechtigt? Vielleicht sind hier wieder irgendwelche Versicherungsvertreter, die uns das Leben schwer machen wollen. Heute mal nur ein Skelett. Lol, und ein Zombie in Rüstung. Goldrüstung. Heftige Lage.
So. Wir haben unsere 15 Minuten auch schon wieder erreicht, deswegen packen wir erstmal hier unsere Sachen rein. Das Eisenerz. Werden wir jetzt schmelzen gehen. Hau ab! Das kommt... Ne, warte mal. Drei haben wir immer dabei, weil wir uns daraus alles machen können. So, zudem müssen wir nachher sowieso noch eine Spitzhacke craften. So, aber jetzt würde ich erstmal sagen... Angst. Jetzt würde ich erstmal sagen, war's das für den Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder in aller Frische. Bis dahin. Ciao, Leute.